Auch wenn seit über 10 Tagen nichts gekommen ist, braucht ihr nicht denken, dass ich nicht weitergemacht habe mit einem meiner größten Minecraft-Projekte jemals. Da ich jetzt seit über 10 Tagen nichts hochgeladen habe, hochgradig süchtig bin, möchte ich dieses Video schnell abarbeiten. Bedeutet, lehnt euch zurück, setzt euch hin und genießt einen unfassbaren Fluss an Blöcken, die geplaced werden, an einem unfassbaren Progress. Falls ihr die volle Unterhaltung mitbekommen wollt, geht mal auf den Kanal in der Beschreibung. Da lade ich momentan alle Streams hoch, die ich so mache, um es nochmal zu rewatchen für genau solche Momente. Denn hinter diesem ganzen Bauen steckt Farming, es steckt Zeit dahinter und die verbringe ich mit euch tagtäglich. Für den Bau dieser Wände habe ich übrigens 6 verschiedene Blockarten gebraucht und benutzt. Bedeutet, ihr seht gerade eine random Blockkombination von immer wieder verschiedenen Blockmustern. Eine unfassbare Arbeit, vor allem weil du immer darauf achten musst, dass alles ordentlich sitzt. Und das habe ich dann nicht nur ein Stück hochgezogen, sondern komplett. Angefangen hat es mit einem stundenlang gebauten Fundament, weiter ging es mit Pfeilern, mit Etage 1, mit den Details, den Treppen und jetzt bin ich schon fast fertig oder sogar fertig mit den Wänden von Etage 2 und 3. Und weil es so viel war für so kurze Zeit, gibt es jetzt nochmal ein paar Beauty-Shots vom momentanen Aussehen des Emmerpillars. Hättet ihr gedacht, dass wir 2023 so weit kommen? Minecraft stürzt, sobald ich in Nether gehe, ab. Ich weiß nicht warum und verliere dann mein Inventar. Bei 4 Sugarkisten voll mit Smaragdblöcken. Und jetzt join ich mal wieder und ich bin ziemlich sicher, dass mein Inventar wieder weg sein wird durch den letzten Speicherort. Für Fehler hat? Ja, Alter. Es ist noch komplett am Ende gespeichert. Ja, genau. Jetzt weiß ich nicht, was meine Welt für Fehler hat, wo die Probleme liegen, Digga, aber irgendwas ist hier im Arsch. Es sind gerade 2 Doppelkisten Smaragdblöcke verschwunden einfach.